Hier eine Buchvorstellung, der rote Faden. Es geht um die Wirkung von Darstellungen, also keine neue Erfindung, sondern eine Technik, die schon immer genutzt wurde und vermutlich so alt ist wie die Menschheit selbst. Neu ist, dass diese Kenntnisse immer mehr in Vergessenheit geraten zu sein scheinen und Gestaltung heute eher als ein rein dekoratives Element betrachtet wird. Eigentlich zeigen Berichterstattungen, Propaganda und Werbung recht deutlich, dass sich gerade Bilder besonders gut eignen, um Informationen zu übertragen. Sie vermitteln bestimmte Ideen und setzen entsprechende Impulse. Eben ganz ähnlich wie bei einem homöopathischen Mittel, wo nur die Information einer Substanz eingenommen wird, können auch über Motive Informationen aufgenommen werden und entsprechend wirken. Wir nehmen diese über den optischen Weg auf, sodass man Bilder auch als eine Art Lichtpräparat verstehen könnte. Die verschiedenen Töne des Lichtspektrums finden in der Farbtherapie vielseitige Anwendungsmöglichkeiten. Was die Formen betrifft, tappt man jedoch ziemlich im Dunkeln. Kreismotive werden geschätzt, wie beim Mandala-Malen, weil sie zentrierende Impulse setzen und die Konzentration fördern. Tja, aber welche Eigenschaften haben andere Formen? Gibt es so etwas wie heilkräftige oder gesundheitsschädliche Gestaltungskriterien? Warum ist so wenig über die Wirkungsweise von Darstellungen, sprich Design, bekannt? Und welcher Einfluss mag gegeben sein, wenn man vor dem Fernsehgerät entspannt, eine Zeitschrift durchstöbert oder einem ansprechende Gestaltung aus dem Schaufenster entgegenlächelt? Alte Überlieferungen könnten Antworten auf diese Frage bieten. Auch liefern sie wertvolle Beiträge zur Formsprache, gerade in Bezug auf das Licht und die Bedeutung von zeitlichen Rhythmen. Paradoxerweise ist es meist das Bild, das wir uns davon machen, was uns von diesem Wissen trennt. Ja, Märchen, Mythen und Legenden der verschiedensten Völker berichten von Zeichen im Alltag, die den Helden dieser Geschichten den Weg weisen, Hoffnung schenken oder Rat bieten. Es sind Erzählungen, die die Fantasie in eine Zauberwelt führen, in der nicht selten sogar auch magische Zeichen Unheil heraufbeschwören oder Schutz und Wohlergehen schenken können. Der Bauernkalender erinnert zwar noch an ein Lesen aus der Natur, aber der Gedanke an eine persönliche Kommunikation mit ihr und vor allem die Vorstellung einer wirkenden Eigenschaft von dem, was man sieht, oder gar eine schicksalsgestaltende Einflussnahme durch Gestaltung, erscheint uns heute doch äußerst abwegig. Es ist ein Bereich, dem man somit auch keine Bedeutung beimisst. Er scheint schlicht nicht existent zu sein, eben wie ein Märchen. Im Zeitalter der modernen Medien ergießt sich eine wahre Flut von Bildern über uns. So ist dieses Thema doch sehr wohl einer Beachtung wert. Nur allein am Beispiel der Werbung zeigt sich dieser Einfluss schon sehr deutlich. Instinktiv greift man nach einem ansprechend dargestellten Produkt. Wenn man dann einen Blick auf die erstandenen Güter wirft, so erinnern die Zeichen der Hersteller meist schon verblüffend an alte Symbole. Und nicht nur das, mit einem solchen Markenzeichen kann ein Gefühl von Anerkennung erworben werden, es garantiert Zufriedenheit und vieles mehr, was ebenfalls an den alten Mythos der Symbole erinnert. Aber ja, auch in anderen Bereichen mag deutlich werden, wie über die Darstellung eine feine, subtile Beeinflussung stattfindet, welche ganz selbstverständlich Vorstellungen kreiert, die sich auf das Empfinden und Verhalten auswirken. Es ist ein prägender Einfluss und die Wirkung kann durchaus länger anhaltend sein wie der Moment der eigentlichen Betrachtung. Vor einem solchen Hintergrund ist für brutale Filme eine Altersbegrenzung gegeben, um die Jugend vor Gewaltdarstellungen zu schützen und eine gesunde Entwicklung zu gewährleisten. Man kann also tatsächlich auch von einem Einfluss sprechen, der das Schicksal betrifft. Wirft man einen zweiten Blick auf die Werbung, wird schnell deutlich, dass sich selbst die Hausfrau bei ihren Einkäufen in der Mitte eines virtuellen Schlachtfelds befindet. Mit den grellsten Darstellungen kämpfen verschiedenste Anbieter um die Aufmerksamkeit für ihre Produkte. Also auch ohne brutale Bilder, mit scheinbar harmlosen Motiven kann somit eine Irritation gegeben sein, deren Auswirkungen tiefgründiger sind, als man glauben mag. Ein Stück Seife kann durch
entsprechende Bilder mit dem Gefühl von Freiheit und Abenteuer oder gar mit Erfolg in der Liebe in Verbindung gebracht werden. In ähnlicher Weise kann ein Stück Butter zum Sinnbild für Familienglück werden und das Gefühl einer guten Beziehung zu den Kindern anklingen lassen. Es braucht nur die Erinnerung über ein kleines Detail, um das Programm der Werbung in einer Art Flashback auszulösen. Das, was uns anspricht, ist somit meistens nicht das eigentliche Produkt oder seine tatsächliche Qualität, sondern das Bild, was man damit in Verbindung bringt. Auf diese Weise werden Grundbedürfnisse geweckt und Sehnsüchte geschürt, aber gleichzeitig können sie durch das Produkt oftmals gar nicht erfüllt werden. Die Auswirkungen sind komplex und vielschichtig. Sie reichen von unterschwelligen Frustrationen bis hin zu einem gestörten Verhältnis zu den tatsächlichen eigenen Bedürfnissen und dem Vertrauen auf die natürlichen Impulse und Instinkte. Moderne Problemstellungen wie Frustration, zunehmende Aggressionsbereitschaft oder auch Depression können mit einem entsprechenden Bildkonsum in Verbindung gebracht werden. Ein Blickfang hier, ein Anreiz dort. Es ist eine Form von Ablenkung kreiert, die zudem Konzentrationsschwierigkeiten sowie auch Stress begünstigt. Selbst Essstörungen und Phänomene wie Übergewicht oder Magersucht wurzeln vorwiegend in der besonderen Kunst von Produkt- und Mediendesign. Die Werbung eignet sich als praktisches Beispiel, um die geheimnisvolle Kraft der Darstellung zu veranschaulichen. Die Liste über den Einfluss des Bildkonsums kann jedoch beliebig fortgesetzt werden. Mitreißende Liebesgeschichten oder nüchterne selektive Berichterstattung übermitteln verschiedenste Informationen. Vor allem jedoch die Abfolge, in welcher die verschiedenen Darstellungen kombiniert sind, stellen unbewusst Zusammenhänge her und erzeugen ein Bild, das ja nicht immer mit den Naturgegebenheiten korrespondieren muss. Wie am Beispiel der Werbung für Seife erklärt, so können auch diese Kombinationen im wahrsten Sinne des Wortes ein falsches Bild vermitteln und den Konsumenten auf eine Fährte locken, die ihn in die Irre führt. Die volle Tragweite dieser Informationsübertragung wird deutlich, wenn man sich die Beziehung von Mensch und Bild ins Bewusstsein ruft. Bilder, Zeichen und Symbole begleiten den Menschen schon immer, vom frühen Primaten bis zur modernen Form des Jetztzeitmenschen. Das Bedürfnis nach Gestaltung ist ein Hauptkriterium, durch welches wir uns von den anderen Lebewesen unterscheiden. Während ein Hund mit Hilfe seiner Nase eine Spur verfolgt, so ist für den Menschen die Form der Abdrücke entscheidend, um eine Fährte zu erkennen. Vielleicht untersucht er eben auch abgebrochene Zweige oder ähnliches und er liest eben die Spur mit Hilfe von Zeichen. Und bis heute hat sich an dieser Beziehung und der Bedeutung von Formen nicht viel geändert. Immer noch erscheinen uns die Linien auf einer Landkarte als eine leicht verständliche Wegbeschreibung und die Verkehrszeichen bieten Orientierung für das richtige Verhalten auf der Straße. Sogar im mitmenschlichen Verkehr ist rechtskräftig gültig, was mit der Formgebung des persönlichen Schriftzugs unterzeichnet und somit besiegelt ist. Auch wenn man den Fingerabdruck als Erkennungsmerkmal nutzt, so ist es doch die spezielle Formgebung dieser Linien, die für eine Unterscheidung ausschlaggebend ist. Die Beispiele mögen die Bedeutung der Formsprache gerade eben im Bereich der Orientierung und Unterscheidung veranschaulichen und ihren Einfluss auf die Entscheidungsfähigkeit im alltäglichen Handeln ins Bewusstsein rufen. Soweit die Grundlage, warum die Formsprache eigentlich beachtenswert ist. In der Lektüre geht es jedoch nicht um eine Einführung in die Wirkungsweise von modernem Design. Der Schwerpunkt liegt vielmehr darin, einen Einblick in die Formsprache zu eröffnen und den Wert von jahrtausendealten Gestaltungskriterien wieder zu verdeutlichen. In alltäglichen Selbstverständlichkeiten verborgene Überlieferungen dienen als Anknüpfungspunkte, um den Faden des vergessenen Wissens wieder aufzunehmen. Letztendlich ist es der Faden selbst, der sich als Sinnbild auszeichnet, um dem Geheimnis der Formsprache auf die Spur zu gehen. Im Unterschied zu vielen Zeichen und Symbolen ist er nicht durch Interpretationen und Vorurteile besetzt, sodass er sich als neutrale Basis besonders gut eignet.
Schnurgerade und gleichzeitig äußerst flexibel vereint er die Funktion von Zirkel- und Winkelmaß. Er ist das wohl älteste Werkzeug, um Getrenntes zu verbinden, und eignet sich auch im übertragenen Sinne sehr gut, um Zusammenhänge zu erkennen und das Strickmuster verwickelter Situationen besser zu erfassen, in den Sinn der Lage einzutauchen. Der rote Faden ist ein ganz besonderer Faden. Einige mögen vielleicht sogar die geheimnisvolle goldene Schnur darin schimmern sehen, doch das ist eine längere Geschichte. Soweit erstmal die Einführung und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.